Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Zuschauer haben wir nicht mehr viel, aber auch seien Sie herzlich gegrüßt. Ja, gute Regeln im Bereich des Urheberrechts sind eine anspruchsvolle Aufgabe. Daran kann man auch krachend scheitern. Das hat 2002 noch die damalige rot-grüne Regierung gezeigt. Wir legen heute, denke ich, ein gutes Gesetz vor, das auch den Gesetzentwurf, den zunächst der Justizminister vorgelegt hat, noch mal an entscheidenden Stellen auch wirklich substanziell verbessert. Ein Gesetz für ganz viele unterschiedliche Branchen, für ganz unterschiedliche kreative Leistungen von Autoren, Journalisten, Fotografen, Musikern, Schauspielern, Regisseuren, vielen, vielen anderen mehr, Übersetzern. Von Stars bis hin zu denen, die die kleinen Beiträge liefern, was noch gar nichts aussagt darüber, wer die bessere Qualität liefert. Aber ganz unterschiedliche Strukturen mit ihren jeweils auch spezifischen Verteilungskonflikten. Dabei geht es zum einen um die Frage, wie groß ist der Kuchen, der verteilt werden kann. Da sitzen Kreative und Verwerter oft in einem Boot. Das schweißt sie zusammen und das sollte man auch nicht vergessen, auch dann, wenn sie an anderer Stelle gegeneinander streiten. Und das ist für uns der Auftrag gegen die weit verbreitete Umsonstmentalität und um Urheberrechtsverletzungen auch zu bekämpfen. Und das ist auch etwas, was wir beachten müssen, wenn wir zum Beispiel über Haftung im Bereich der WLAN-Haftung reden oder wenn wir auch in Zukunft über die Regelung zur Wissenschaftsschranke regeln. Wir müssen die Frage da beantworten, was ist uns Kultur in Deutschland wert, was ist es uns als Konsumenten wert, was ist es uns auch wert in den Bildungs- und Wissenschaftshaushalten der öffentlichen Hand. Und dann geht es um die Frage, wer bekommt was vom Kuchen. Und hier haben wir eben den Befund, dass es Defizite gibt oder gegeben hat, muss man ja dann sagen, in Zukunft Defizite in der Transparenz, was mit einem bestimmten Werk verdient werden kann, was für Erlöse erzielt worden sind und welche Ansprüche daraus abzuleiten sind. Wir haben Defizite in der Durchsetzung, Missstände vom Blacklisting auf der einen Seite bis hin zu prekären Beschäftigungsverhältnissen, zum Beispiel auch bei Journalisten. Und wir antworten darauf, indem wir eben jetzt neue Auskunftsrechte geben, den jährlichen Auskunftsanspruch auch gegen diejenigen, die tatsächlich die Informationen haben in der Verwertungskette. Wir geben die neue Klagebefugnis für die Urheberverbände, die an gemeinsamen Vergütungsregeln beteiligt waren, dass diese auch eingehalten werden. Und wir setzen Anreize, dies in den branchenspezifischen gemeinsamen Vergütungsregeln auch jeweils zielgerichtet und genau auch für die Bedürfnisse der Branchen zu regeln. Ich denke, das sind wichtige Verbesserungen. Ich möchte aber auch noch auf den weiteren wichtigen Punkt noch einmal eingehen. Wir legen hier die Grundlage dafür, dass Verlage auch weiterhin an den Erlösen aus den Verwertungsgesellschaften beteiligt werden können. Das ist eine seit Jahrzehnten gelebte und bewährte Praxis, denn zusammen sind an dieser Stelle die Urheber und die Verlage stärker. Unterm Strich profitieren sie beide davon, dass die Verwertungsgesellschaften die gemeinsamen Rechte gegenüber Dritten durchsetzen, bei allen unterschiedlichen Interessen, die ansonsten eben bestehen. Hier setzen wir einen ganz wichtigen Beitrag für das Überleben von Verlagen, vor allem der kleinen und mittleren Verlage, auf denen die auch dringend warten. Und deshalb ist es gut, dass das Gesetz auch morgen schnell auch schon in den Bundesrat geht und dort dann auch voraussichtlich verabschiedet wird. Ich möchte diese Gelegenheit hier nutzen, noch einmal kurz zu unterstreichen, welche Bedeutung die Verlage haben, weil es ja auch von Ihnen schon wieder kritisiert wurde, dass wir diese Möglichkeit einräumen. Gäbe es die Verlage nicht, dann hätten wir viele Werke nicht, vor allem nicht in dieser Qualität. Wir hätten viele Autoren nicht, weil die Verlage ihnen helfen, die Durststrecke von dem ersten Werk bis zur Entdeckung, bis zum Erfolg auch zu überstehen. Und ich möchte noch etwas unterstreichen, wofür wir die Verlage brauchen. Wir reden im Moment sehr viel über die Informationsflut im digitalen Zeitalter, die über uns hereinbricht, wo man das Wichtige gar nicht mehr vom Unwichtigen unterscheiden kann. Wir reden über Fake News, wo die Verlässlichkeit, wo der Wahrheitsgehalt von Informationen nicht mehr überprüft werden kann. Und auch da haben die Verlage eine ganz wichtige Funktion, denn sie stehen mit ihrem Namen dafür,
dass hier journalistische Qualitätsstandards eingehalten werden. Sie unterscheiden oder geben jedenfalls das Angebot, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden und stehen mit Ihrem Namen auch für einen zumindest relativen Wahrheitsgehalt Ihrer Nachrichten. Das ist ein wichtiger Dienst an der Demokratie und an der Meinungsvielfalt. Deshalb unterschätzt uns die Verlage nicht unterschätzen. Sie sind ganz wichtig, haben eine große Bedeutung in diesem Sinne. Ein gutes Gesetz, das möglichst bald in Kraft treten soll. Vielen Dank. Vielen Dank. Bevor ich jetzt der Kollegin Renate Künast, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort erteile, möchte ich nicht versäumen, ihr zu ihrem heutigen Geburtstag zu gratulieren.